Jo, da war noch gerade noch eine kurze Wartung. Ich habe gerade auf Reload geklickt, weil da stand Don und jetzt steht da Soon. Ein bisschen nervt es mich, muss ich sagen, dass gerade vor allen Dingen immer, wenn ich aufnehmen will, hier eine Wartungspause ist. Ah, hurra, jetzt scheint es wieder zu gehen. Und damit willkommen zu einer Folge Clash of Clans mit mir, dem Thorsten. Ja, das nenne ich mal Loot, wa? Das nenne ich mal Loot, Leute. Aber das sind jetzt schon so die ersten Angriffe hier mit Rathaus Level 16. Wir wollen jetzt auch gleich in die Clankriegsliga gehen. Also auch da möchte ich natürlich ganz gerne jetzt mal sehen, dass da ein bisschen was bei rumkommt an Erze. Denn lange genug gewartet. Und dementsprechend wollte ich euch das aber nicht vorenthalten, dass es jetzt wieder Loot gibt. Also ich kann mir nur vorstellen, dass das auch einer ist, der vielleicht aus Legende gedroppt ist oder so und es noch nicht gemerkt hat, dass er noch ein bisschen viel Ressourcen hat und er sollte sie vielleicht besser ausgeben, anstatt sie sich von mir klauen zu lassen. Und ich bin mir immer noch nicht sicher, welche Pet-Tiere ich hier an welchen Helden nehme. Aber man ist immer oder ab und zu immer in so einem alten Muster verfallen, ne? Dann nimmst du das, was halt dran ist und gut ist. Aber schöne Base, schönes Rathaus 16 gefällt mir nach wie vor sehr, sehr gut. Ich meine, wenn es mir einmal gefällt, dann wird es mir auch immer wieder gefallen. Und macht auf jeden Fall Spaß, hier wieder auch in dem Bereich hier anzugreifen. Auch wenn ich 15 immer als sehr, sehr schwer empfunden habe, muss ich sagen, tue ich mich bei 16 auch nicht wirklich, wirklich leichter. Und ich habe hier die neue Truppe noch mit dabei, die level ich jetzt im Moment noch nicht. Ich weiß noch nicht so richtig, was ich von der halten soll. Also von den Wurzelkriegerinnen hier, die gehen natürlich hier durch wie geschnitten Brot, sage ich ja immer. Ja, also wirklich butterweich hier durch die Mauern durch, als wenn die gar nicht da wären und nehmen hier die ganze Reihe mit. Ist wirklich schon ziemlich cool. Und außen meine Lebkuchenkönigin. Schade, dass man es nicht so ein bisschen drehen kann, ne? Das wäre jetzt noch witzig, wenn man es jetzt noch so ein bisschen drehen könnte. Hier hinten die endlich jetzt equipped mit dem Fuchs. Meine Gladiatoren. Okay, da geht es natürlich noch einmal raus, weil da jetzt die Unsichtbarkeit eben noch mal zugeschlagen hat. Aber jetzt geht es dann auch hier Richtung Ende und nochmal, zack, nochmal unsichtbar. Ah, ist richtig cool, ne? Ist richtig cool. Vor allem jetzt mit noch dem Digi von Worden. Und ich muss sagen, 1,7 Millionen und 12 Millionen, 12.000 Dunkles, das habe ich auch nicht jeden Tag. Deswegen wollte ich euch das nicht vorenthalten, dass es wieder Loot gibt. Okay, dann lass mal in den Clankrieg gehen. Da hat sich also im Dorf hat sich jetzt schon so ein bisschen was getan. Shop ist leer. Das heißt, ich habe alle Sachen jetzt gebaut, die man neu bauen konnte, das oder fusionieren konnte. Warum? Es steht da eigentlich immer was. Die man fusionieren konnte. Also ich habe jetzt beide Kanonen. Ihr seht sie hier vorne auch an meinem Rathaus und auch beide Bogenschützentürme. Das heißt also einmal ihn hier und einmal ihn hier hinten. Fusioniert. Mal sehen, ob wir in der Zukunft noch mehr Gebäude fusionieren können, weil man muss ganz klar sagen, die Karte wird auch nicht mehr größer. Deswegen musste Supercell sicherlich da irgendwo was schaffen, wo man sagt, okay, neue Gebäude wird schwierig, aber alte Gebäude zu fusionieren kann man natürlich super machen. Und ja, wir sind in der Clankriegs, nicht in der Clankriegsliga, sondern wir sind in einem ganz normalen Clankrieg. Und ich sehe immer noch nicht, wie viel es hier gibt, weil ich habe auch noch nicht angegriffen. Ich bin jetzt wirklich mal gespannt, ob man gleich was sieht. Oder vielleicht war auch nur die Wartung da, dass man mal was sieht. Ja, kann ja auch sein. Und auf jeden Fall habe ich jetzt eigentlich hatte ich meine Clanburg so bestückt, dass ich die Clanburg hier eigentlich nicht so habe. So ist sie eigentlich nicht so wirklich richtig. 1, 2, 3, im Moment bräuchte ich die Blimp ja gar nicht. Und weil das ist eigentlich meine Defensive gewesen. Ich hatte mir auch schon eine Base ausgesucht hier. Ich muss mal eben schauen. Ja, ich glaube, die hatte ich mir eben schon ausgesucht. Und da wollte ich eigentlich irgendwas mit Sui drauf machen. Allerdings kriege ich die Clanburg dann eher super, super schlecht. Und naja, ich weiß noch nicht. Ich weiß noch nicht. Ist so, also 16 sieht schon im Feld sehr, sehr gut aus, muss ich sagen. Aber ja, hier können wir unsere Queen reindrücken. Und ist natürlich, ist eine coole Clanburg, aber
letztendlich nicht wirklich zu gebrauchen. Also jetzt von mir aus, ich muss da doch ein paar Hocks rein haben für die Offensive, würde ich sagen. Und dann nehmen wir die auch mit, gehen aber rein. Und ich hatte mir den Sechser, glaube ich, jetzt ausgesucht, oder was? Was er hier? Ah ne, das war noch eine andere Base. Okay, das war noch eine etwas andere Base. Und hier haben wir ein bisschen Helden, Wutturm. Ja, gar nicht mal so. Der ist da auch noch mit drin. Oder hatte ich jetzt eine markierte genommen, Leute? Hatte ich gerade eine markierte genommen? Die würde mir aber ganz gut zu Gesicht stehen. Ne? Na, ich krieg vielleicht die Klamburg nicht richtig raus. Aber ich will eigentlich auch nur sehen. Warte mal, habe ich jetzt alles? Digi da dran? Den da dran. Ah, ich habe den Digi da dran. Es ist alles nicht ganz so einfach. Und Pony da dran. Naja, okay. Wir gehen mal rein. Ich möchte ganz gerne mal ein Ergebnis endlich mal sehen. Da unten. Und deswegen bin ich da so ein bisschen angespannt gerade, was das angeht. Aber okay, dann gehen wir hier rein. Knien hier rein. 1, 2, 3, 4. Kann es sein, dass ich eins der wichtigsten Sachen schon wieder vergessen habe? Ja, ne? Da kommt noch ein bisschen Klamburg raus. Okay, da kommt noch ein bisschen Klamburg raus. Oh, ist klar. Dann würde ich sagen, nehmen wir das Rathaus hier mit dem King mal mit. Denn der hat ja die Tonschuhe hier an. Also die Erdbeben. Ich meine, aktiviert war es sowieso schon. Aktiviert war es sowieso schon. Und obwohl, wer hat das jetzt eigentlich aktiviert hier? So, die geht da noch mal in die Unsichtbarkeit rein. Perfekt. Und dann können wir hier oben mal starten mit unserem Hybrid. In der Lebensaura ist echt cool, muss ich es mal so sagen. Aber da muss noch mal ein Heilkreis hin. Da muss auf jeden Fall noch mal ein Heilkreis hin. Wo ist meine Queen? Die ist hier unten. Okay. Eieiei. Okay. Die Queen. Was ist eigentlich, wenn dieses kleine, dieser kleine neue Fuchs an einen anderen Helden gerät? Daher, der macht ihn dann eigentlich auch unsichtbar. Ne? Wir kriegen den Adler noch down. 65%, das sieht ganz gut aus. Für einen Hybrid jetzt für mich. War es absolut in Ordnung. Und der Borden ist hier noch am Start. Pet ist allerdings auch schon weg. Was hatten wir hier noch? Okay. Queen eiert hier auch rum. nicht schlecht. Okay. Dann haben wir aber erstmal zwei Sterne hier geschaffen. Also kleine Duftmarke gesetzt. Ich möchte ja nur wissen, was ich jetzt an Erze bekomme. Wir schauen gleich noch einen Angriff im Nachgang hier an. Auch mal ein 3-Sterner, wie man das eigentlich heutzutage machen kann. Habe ich noch nie gesehen, so eine Kombination. Aber aha, das wollte ich wissen. Ja, es geht also doch 1011, genau wie in der Tabelle, die wir mal gesehen haben, von den einen, 37 von den anderen und 5 von denen, die man später für die epischen Rüstungen braucht. Sehr, sehr cool. Die behalte ich natürlich nur, wenn wir gewinnen.
Wenn wir verlieren, bekomme ich nur etwas weniger als die Hälfte. Okay, aber ich wollte nur mal sehen, ob und wie es funktioniert. Ja, so muss ich sagen. Ich wollte nur mal sehen, ob und wie es funktioniert. Aber wir haben heute auch schon einen 3-Sterne hier gesehen von Magmarock. Und ganz, ganz interessant mit Rückholzauber. Mit Rückholzauber für gewisse Truppen. Ist ihm nicht ganz gelungen. Ich habe den Angriff schon einmal gesehen, aber richtig, richtig cool. Wie er das gemacht hat, also hier unten auf der Ecke erstmal gefangelt mit King und Queen. Habt ihr recht, das muss ich jetzt zum Ende auch nochmal machen, aber ich befürchte, mir fehlt da was. Klar, jetzt ist natürlich die Vorweihnachtszeit, Leute, und da müssen wir eigentlich nicht, aber wir equippen mal so ein bisschen weihnachtliches Zeug. Weihnachtliches Zeug, also weihnachtliche Skins. Jetzt geht es hier durch mit den Drachen. Ich habe mir die Drachen auch schon jetzt wieder gelevelt und auch die Loons. Das heißt also, ich nenne es mal so, die wichtigsten Truppen habe ich jetzt für mich auch schon wieder hoch und auch die wichtigsten, ich sag mal so, Zauber. Alle anderen Sachen können ganz piano erstmal laufen. Und hier sehen wir jetzt gleich aber den Recall-Zauber, also sehr, sehr interessant. Das Luftschiff geht hier noch richtig, richtig gut durch. Klonzauber jetzt hier drauf, da ist der Klon. Und jetzt kommen auch die geklonten Loons da raus. Und bevor die eigentlich weggehen, hat er, das muss man aber echt gut peilen, ne? Da seht ihr's. Er hat ein paar rausgekriegt, die setzt er jetzt hier unten gleich. Er hat ein paar rausgekriegt von den geklonten Loons. Also echt nicht schlecht, keine schlechte Strategie, das so zu machen. Aber wie gesagt, ich habe es noch nicht gesehen, Leute. Und das animiert natürlich immer so ein bisschen zum Nachspielen. Ne? Ich weiß nicht, wie ihr das macht, aber das waren jetzt auch so die ersten Rathaus 16 Attacken hier, die ich so gemacht habe. Jetzt so als, ich weiß, wir sind alle noch nicht 16. Ich habe jetzt aber schon die Queen auf 91, 92 habe ich sie jetzt, glaube ich, schon. Also auch da war ich jetzt auch dumm die letzten Tage, denn ich hätte mir gleich am ersten Tag den Heldenhammer nehmen sollen für die Queen, wenn man die schon als erstes levelt, weil man hat ja 7 Tage Cooldown natürlich auch auf die Hammer oder auf den Hammer. Und den Cooldown habe ich jetzt überhaupt nicht ausgenutzt, weil ich habe das heute erst gemacht. Das heißt, wir sind dadurch 1-2 Tage natürlich flöten gegangen. Das ist ein bisschen doof. Ja, war jetzt nicht so viel, aber immerhin ist ein kleiner Zeitverzug da. Irgendwann denke ich da nicht mehr dran, dass ich den habe. Aber dennoch ärgert es mich so ein bisschen, dass ich nicht daran gedacht habe, dass ich ja die Helden leveln wollte. Ich hatte ja erst gesagt, okay, die Helden level ich etwas später mit den Büchern, aber da level ich dann eher dann die anderen Truppen. Aber trotzdem, schöner Angriff hier von Magmarock auf die Nummer 6 war es hier und es sieht eigentlich im Moment noch ganz gut aus, aber wie gesagt, damit ihr den Bonus hier oben behaltet, müsst ihr gewinnen. Gewinnt ihr nicht, ist der, ich weiß nicht, ob er um die Hälfte weniger ist. Ich meine, es gibt immerhin was. Ja, Dauerklang lässt grüßen, es gibt immerhin was. Aber natürlich schicker, wenn man gewinnt. Das heißt also, wenn ich jetzt meinen zweiten Angriff auch noch gewinne, dann bekomme ich 2022, 30, 74 und 10 von den anderen. Und damit lässt sich natürlich schon wieder ein bisschen was leveln hier im Dorf. Wie waren eure ersten Rathaus 16 Angriffe in der CWL? Habt ihr vielleicht schon den Bonus? Den müsste man eigentlich jetzt schon haben, ne? Nach Rathaus 16 gestartet. Ich glaube, die ersten sollten jetzt schon ihren Bonus haben, denke ich mal. Wir waren ja nur einen klaren Krieg zu spät dran. Und könnt ihr mir aber gerne in die Kommentare schreiben, falls ihr nicht so faule Schreiber seid, wie ihr ja eigentlich faule Schreiber seid, ob euch das Ganze auch ganz gut gefällt, ob ihr da auch schon richtig was abgeholt habt oder ob ihr da schon Klankriege verloren habt und ja, leider nur die Hälfte bekommen habt oder so. Das war jetzt auch ein Rathaus 16. Rathaus 15, 14, 13, 12, 11 bekommt auch dementsprechend weniger. Also nicht immer für einen Sieg bekommst du 1011. Das bekommt der Rathaus 16. Der Rathaus 15 bekommt entsprechend weniger. Die Tabellen findet ihr übrigens im Clash of Clans Wiki. Sowohl im Deutschen als auch im Englischen. Wenn euch die Folge ganz gut gefallen hat, dann lasst mal einen Daumen nach oben da. Abonnieren, nicht vergessen, am Kanal dranbleiben. Und dann sehen wir uns in weiteren Videos und in Livestreams. Vielen Dank. Euer Toto. Clashed.